Herzlich willkommen zurück zur Formel 1 2013 zum Rennen in Singapur. Mir ist gerade während des Rennens das Spiel reingeschissen und ich muss das Rennen nochmal starten. Und ich habe mir gedacht, nee, ich nehme lieber hier vorne den Startbildschirm. Frag mich nicht, warum? Man sieht da Singapur Rennen. Ich habe vorhin schon das Rennen gefahren. Ich war mit euch in der vierten Runde. Fünfte Runde war Boxen, ist Boxenstopp und ich wollte gerade in eine Box fahren. Puff. Ende. Richtig? Ende im Gelände. Keine Ahnung warum. Ist halt so, ne? Können wir halt nicht ändern. Okay, wir sind jetzt im Rennen. In Singapur will ich mich jetzt auch gar nicht drüber aufregen. Ich würde sagen, einfach Hackengas und Spaß bei der Sache, ne? Wir starten von der Pole Position und... und hat eine gute Qualifikationsrunde. Ja, das würde ich sagen. So, wir gehen ab auf die Strecke. So, ja, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, dass es einfach gerade das Spiel reingeschissen ist. Hat es ja seit Anfang der Saison keinmal gehabt. Aber bringt mich jetzt gar nicht außer Ruhe, weil das erste Mal ist. Und es kann ja immer mal passieren. Gehört halt dazu. So, wir starten vom ersten. Alonso ist direkt neben uns, dann Nico, Rosberg und Massa. So war das, was ich in Erinnerung habe, Fernando Alonso. Und Vettel ist Achter nur geworden. So, wir starten wieder von der Pole Position. Natürlich das Benzin. Volle Pulle. Wir brauchen Leistung. Und volle Drehzahl. So, nicht mit mir. So, wir nehmen die Drehzahlen wieder zurück. Start hat perfekt geklappt. Perfekt eigentlich nicht. Wir hatten durchdrehende Räder, bis der Arzt kommt. Also, keine Ahnung, was an dem Setup anders ist, aber wir haben so durchdrehende Räder. Oh nein. Sind wir das ganze Rennen mit kaputten Frontspoiler fahren? Es ist aber nicht schlimm. Bleib draußen. Ja, bleib ich auch. Das spule ich jetzt auch nicht zurück. Nein. Ein bisschen vorsichtig. Alter Schwede, was ist denn das? Rosberg Zweiter, Raikön Dritter. Was ist denn jetzt passiert? Komm. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen konzentrieren. Das Publikum ist übelst laut. Ja, und ich habe ständig vorhin im Rennen auch die Serververbindung verloren, wiederhergestellt, wieder verloren. Keine Ahnung, was los ist. Oh, was mache ich? Einfach besser später bremsen. Bin gerade ein bisschen hebelig hier. Alter Schwede, der Renault geht ab. Ich kann nicht rüber, jetzt rüber wieder. Na gut, die werden wahrscheinlich mit vollen Drehzahlen fahren. Und wir sparen ja auch Sprit für das Ende. Viel zu viel Curb mitgenommen. Wieder gesprungen, das Auto. Oh, Backe. Da war schon wieder so ein Leck.
Irgendwas stimmt hier nicht. Hat die Strecke einen Bug? Ja, es ist in Nebel, also ab jetzt werden sie voll angreifen. Aber ich werde ganz geschmeidig bleiben. Wieder Raikön jetzt hinter uns, mein Gott. Was ist denn hier los? Rosberg jetzt Dritter. Oh, jetzt alter Schwede. Ich muss viel, viel schneller werden. Wir fahren viel zu langsam. Komm, Baby, komm. Ui, 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 ui. Ich bin wirklich saumäßig am Rutschen, Leute. Aber seit Anfang an des Rennens, also ich würde nicht mal auf die Reifen das diesmal schieben. Irgendwas ist komisch. Sieht aus, als hätte sich dein Hintermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Das dürfte seine Leistung aber nicht beeinträchtigen. Push weiter. Naja, ich fahre einfach mein Rennen. Der Rest ist mir eh scheißegal, was die anderen machen. In der Kurve habe ich überhaupt gar keinen Grip. Entweder ich mache da irgendwas falsch gerade. Oder ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Können auf jeden Fall jetzt auf einmal den Abstand. Du hast 3 Sekunden Vorsprung auf deinen konstant Abgang. Halten. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. So, ab jetzt drehe ich die Drehzahlen hoch. Alter. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Dann jetzt richtig fliegen lassen. Nochmal alles rausholen aus dem Rest des Reifens. Schon knapp eine halbe Sekunde schneller in der ersten Sektor. Thank you.
Alter, was für ein Drift. So, rein, 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 rein. Komm, Baby, komm, 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 komm. Kein Spoiler, kein Spoiler, kein Spoiler, kein Spoiler. Nein! 2 Sekunden. 2 Sekunden verloren. Ferrari hinter uns, Mercedes hinter uns. Wieder Standard, was haben wir noch über? Plus 1. Fett. Du bist auf den langsameren Reifen unterwegs. Kannst die Lücke zu deinem Vordermann aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden. Du machst das gut. Und jetzt voll pushen, Leute. Mal gucken, ob es jetzt besser geht. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Da bremse ich einfach zu spät in der Kurve. Viel zu spät. Fünfter nur. Erster Platz wieder, jawohl. Ein bisschen können wir noch. Ich muss pushen, Leute. Ich muss unbedingt schneller werden. Also auf der Strecke empfehle ich euch, wenn ihr das Setup nehmt, nur im zweiten Gang Kers zu benutzen. Runde fahre ich noch zu Ende auf volle Düse.
würde sagen, damit haben wir mal gerade hier ein bisschen gezeigt, dass wir noch Leistung in unserem kleinen Renault hier drin haben. Ist mir gar nicht gefällt, dass Alonso Zweiter ist. Oh, zu eng. Noch knapper ging es nicht. Wir haben immer noch 7 Runden vor uns. Alles klar. Oh, das war mehr wie knapp, Leute. Wieder eine 1,45,937, nur ganz bisschen langsamer. Oh, abgekürzt, dafür gibt es noch keinen Ärger. Ich werde weiterhin Druck ausüben, also weiterhin Gas machen. Leute, es tut mir leid, dass ich hier überhaupt gar nicht rede, aber ich muss hier so aufpassen, dass ich nicht in die Bande gedrückt reinfahre. Tut mir echt leid, ist keine gute Unterhaltung, aber ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen spannend. Es tut mir echt ein wenig leid, wenn ich ganz... Oh, oh, oh. Die Kurve kriege ich nicht hin, Leute. Ich weiß, ich bremse da zu spät. Ich weiß aber auch nicht, warum. ...1,46, jetzt haben wir echt mal langsam. Ich möchte einmal gucken, was der Alonso für Zeiten fährt. Letzte Runde 1,46,806, also... Wir sind 1,45, also gut 7 Zehntel schneller wie er gefahren. Also perfekt. Oh, alles heile geblieben. Rosberg, überhol den Alonso bitte. Schon wieder so ein Scheiß-Leck. Also es tut mir echt leid mit den Lecks.
Ich weiß nicht, woran es liegt. Ihr wisst, bei mir ist das eigentlich nicht normal, dass es Lecks gibt. Und ich mag das auch gar nicht. Aber manchmal steckt man halt einfach nicht da drin. Na wohl, neue Bestzeit. Ich fahre einfach so weiter, Leute. Dann bin ich gut im... Wie soll man das sagen? Gut zugange, so. Dann passieren mir nicht ganz so viele Fehler. Jetzt kriegen wir sie so langsam in die Kurve. Aber man merkt, das Auto wird leichter und es fühlt sich einfach richtig geil an zu fahren, das Auto. Wenn der schwer ist, habe ich richtige Probleme mit dem umzugehen. Und ihr müsst euch für die Start- und Zielgerade etwas Kers überlassen, Leute. Man kann... Oh, jetzt habe ich geschlafen. Komm rum. Oh... Ich hätte noch eine halbe Sekunde schneller fahren können. Das habe ich jetzt erstmal verkackt. So, ein bisschen Gummiabrieb auf den Reifen. Oh, Backe. Ich mache gerade mein eigenes Rennen kaputt. Ihr müsst euch ein bisschen Kers lassen, aus dem Grund. Man bremst hier ganz kurz runter und jetzt Kers. Dann wird man richtig schön schnell. So, jetzt muss ich wieder in meinen Rhythmus hier kommen. Wird gebremst. Eindeutig meine Schuld. Jetzt verkacke ich es hier wieder. Nein, ich werde mich jetzt nochmal richtig zusammenreißen hier. Und wie gesagt, ich schalte ganz oft selber hoch. Nur, dass ihr wirklich Bescheid wisst, es gibt sehr viel Wheelspin auf dem Hinterreifen. Also durchdrehende Räder auf der Hinterachse. Und ihr müsst dann einfach hochschalten manuell. Dann klappt das ganz gut. Zwei Runden, oh, das kann er nicht schaffen. Na doch, wenn ich jetzt weiter hier 1,48er Runden fahre, dann schon. Ja, das sind 4,3 Sekunden. Aber ich bin echt richtig langsam gerade. So, Leute. Jetzt komme ich wieder rein. Zu früh Gas gegeben.
Alles okay. Sechsundvierzig, wieder arschlangsam. Aber wir haben 4,9 Sekunden Vorsprung. Also Alonso fährt auch schon nicht mehr schneller. Fahren einfach unser Turn schön zu Ende. Leute, das wird ein Sieg, wenn ich keine Scheiße baue. Oh. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Da hätten sie mir jetzt eine Strafe geben können. Das war ja wohl mal eindeutig abgekürzt. Diese scharfen Kurven finde ich richtig mies. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, die sind richtig mies, auch diese jetzt hier. Weil kommst du da nicht im richtigen Winkel rein, dann rutschst du wie ein... wie auf Schmierseife. Jawohl, letzte Runde, Leute. Wir haben immer noch 5 Sekunden. Lass uns doch näher kommen. Ich habe 5 Sekunden Vorsprung. Das ist mir so Rille. Ja. In 5 Sekunden kann ich mir ein Sandwich backen. Leute, ich jubel schon innerlich. Innerlich. Schon richtig am Feiern gerade hier. Alonso ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Ja, lass ihn 5 Sekunden hinter mir sein. Ja. Das Ärgerliche ist das Rosberg. Aber Vettel ist auch gut rangekommen. Habt ihr gerade gesehen? Vettel müsste 5. oder 6. sein. Zack, 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 hier. Wie Schmierseife, wieder falsch reingefallen in die Kurve. Die Kurve ist schwer, also... boah, schon wieder so ein Scheißleck hier. Ich glaube, dass es einigermaßen weggerendert wird, diese Lecks, dass man die nicht ganz so doll die mitbekommt. Das kann man nämlich. So, Leute, Sieg. Sieg, 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 Sieg. Wow, 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 wow. Ah, ich bin klitschnass, Leute, ey. Ich muss mal mit Kamera, glaube ich. Ich sag's euch, meine Hand tut mir richtig weh. Brillant, brillant. Du hast das Double. Pole Position. Ah, 6,7 Sekunden. Wir haben ihn noch gut abgehängt. Also... man merkt, dass die anderen Reifenprobleme haben. Außer Red Bull verleiht Flügel. So, wir wollen fortsetzen. Ja, 24 Punkte noch hinter Alonso. Wir haben aber schon... oh,
Es juckt mich ja gerade irgendwas gestochen, ja. 38 Punkte Vorsprung vor Nico Rosberg. Vettel ist schon Platz 4. Geht. Alles okay. Zwischentabelle da. Scuderia Ferrari ist Erster und wir hängen mit 28 Punkten hinter Scuderia Ferrari. Das wäre noch möglich. Das ist noch möglich, Leute. Ich will den Weltmeistertitel. Und das auf diesen Schwierigkeitsstufe, das wäre der absolute Burner. Yeah! Ja. So, Leute. Wir arbeiten uns ganz langsam ran an den Fernando. Am besten wäre es, wenn er mal ein Rennen ausfällt. Es sind nicht mehr viele. Es sind nicht mehr viele Rennen. Ja. Beendete Runden, 880 Runden bin ich mit diesem Let's Play schon gefahren. Alter Schwede, Leute. Und Piu! Fast Level 18. Oh, Vertragsangebote haben wir. Wollen wir uns die mal angucken? Neues Angebot von Caterham. Neues Angebot von Marussia. Das Angebot abbrechen. Abbrechen. Ja, also die brauchen wir uns gar nicht weiterhin angucken. So, nächstes Rennen ist in Korea. Internationaler Circuit in Yongan. So irgendwie spricht man das aus. Das wäre Korea. Upsa, das war falsch. Das wäre Korea, dann Japan, Indien, USA und Bahrain. Also 1, Korea, 2, 3, 4, 5, 6 Rennen noch. Dann war es das. 6 Rennen, je 25 Punkte. Ist noch genug Punkte zu verteilen. Ich hoffe, dass wir noch wirklich rankommen an den Alonso. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2013. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Auch wenn ich vorne alleine weggefahren bin. Es war trotzdem ein bisschen dramatisch. Das muss man ganz ehrlich sagen. So, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und wir hören uns morgen wieder beim Training in Korea. Mein Name ist Glabur. Bis dann. Tschüss.